Ein Riesenerfolg. 3 ausverkaufte Vorstellungen im Theatersaal des Wohnstift Augustinum in Kleinmachnow boten die Kurrender und der Jugendchor der Kantorei Kleinmachnow. Katharina von Bora, die Lutherin. Ein Musiktheater in 6 Bildern. Von Bernhard Opitz Musik und Martin Ahrens Text. Das Stück Katharina von Bora, die Lutherin, wirft anhand der Figur von Katharina von Bora und ihrer Lebensstationen die Frage nach der Freiheit des Einzelnen auf. Hier wird eine Frau gezeigt, die vor 500 Jahren, eingespannt in einen festen, rigiden sozialen Rahmen und starre politische Verhältnisse, wagt, selbst Position zu beziehen und Leben zu gestalten. Unterstützt und getragen wird diese fortschrittliche, mutige und sich Freiheiten herausnehmende Frau durch ihren revolutionär, fortschrittlich denkenden Mann. Ein auch heute noch faszinierendes, sich gegenseitig unterstützendes Paar. Ein im Glauben und der Liebe wurzelnder Mut. Eine starke, unendlich tatkräftige, große Frau. Ihre Tage waren vom immer gleichen Tageslauf gefüllt. Mit Singen und Beten, mit Hand- und Gartenarbeit. Bis sie erwachsen war. Dann wollte sie mehr vom Leben und sann darauf, das Kloster heimlich zu verlassen. Das ist ja historisch korrekt, aber zu harmlos. Da waren Kriege überall, Rebellion, Inquisition, die Türken in ständigem Ansturm auf Krieg, Aufruhr gegen die Fürsten und die römische Kirche, gegen Abgaben und Ablasshandel. Dann wollte sie mehr vom Leben und sann darauf, das Kloster heimlich zu verlassen. Vor allem aber, dass nicht alles so bleibt, wie es schon immer war. Der Mönch und seine Buhle wälzen sich in der Suhle. Sie haben es dennoch gewagt. Katharina von Bora hat das Leben an seiner Seite gewählt, im Vertrauen darauf, dass ihr das Herz den rechten Weg weist. Stehst du zu mir, stehst du mir bei, so will ich zu dir stehen. Bis dass der Tod uns scheidet. Wenn jemand etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, dann erhebe er jetzt die Stimme oder schweige für immer. Thank you.
wir weiterkommen. Wir machen hier Rast. Morgen ist ein neuer Tag. Aber Mutter, ich habe immer noch Hunger. Halt die Klappe! Wir haben doch alle Hunger. Wer schläft, hungert nicht.